Yo, wunderschönen guten Morgen, Entschuldigung, Fritzack. Ron ist hier am Start und da es zur Zeit besser läuft auf Pandi Mandi, werden wir hier mit gesponsertem Geld, Gambling ist ab 18, nur mit Kohle, die ihr übrig habt und so weiter, wisst ihr Bescheid, mal was reinzwiebeln. Das sind halt leider auch nur Bots hier, aber dann machen wir lieber unser eigenes Battle auf. Drei Spieler. Case müssen wir noch hinzufügen. Wir machen jetzt heute den Onze und werden mal wirklich was gewinnen. Panda Case, Zebra Case, Moose Case. Kann nicht besser laufen. So, das probieren wir mal. Ich hoffe natürlich, es geht so weiter, wie es mit dem Onze aufgehört hat. Und zwar im ordentlichen Profit. Jungs, ich habe heute den Struggle schlechthin. Und zwar haben wir Sonntag. Und ich habe gestern vergessen, Trinken zu kaufen. Beziehungsweise nicht vergessen, wir waren zu faul, wir waren einkaufen und hätten nochmal runterlaufen müssen, um Trinken zu holen, weil es uns am Auto erst aufgefallen ist. Dann hatten wir keinen Bock und haben gedacht, ah nee, komm, scheiß drauf. Ja, jetzt trinke ich Wasser. Ich weiß, dass der Onze zum Beispiel all day, all night immer nur Wasser trinkt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr da so aufgestellt seid, trinkenstechnisch. Bei mir ist es, ich habe früher, das heißt früher trinke ich immer noch gerne, aber so vor 2-3 Jahren habe ich wirklich nur Eistee getrunken. Und nach dem Battle erzähle ich euch dazu meine Horror-Story. Jetzt inzwischen trinke ich aber meistens Volvic Pfirsich. Also dieses Volvic mit so Geschmacksdingsbums, dass man einfach ein bisschen Geschmack drin hat. Genau, ab und zu natürlich trotzdem noch Eistee, zwischendrin auch mal Cola. Red Bull bin ich super, super süchtig, wenn ich es habe. Komischerweise habe ich es jetzt seit 2 Wochen nicht und mich stört es auch nicht. Aber wenn es im Angebot ist, okay, wir genießen erstmal das Battle. Danach geht Red Bull weiter und die Horror-Story wird auch noch erzählt. Ah, komm, sieht gut aus. So kann es weitergehen. Boah, nee, nee, oder? Scheiße, wir sind hinten. Wir sind volle Kanne hinten. Oh, Mann, Alter. Unnötig, wirklich. Ey, yo, was gewinnt der auch noch? Jeder auch noch gut gezogen. Och, Digga. Einfach Panda Case Battle einfach machen sollen. Aber wir probieren nochmal ein Panda Case Battle. Einfach nur eine Panda Case. 4 Spieler, wir wollen es jetzt richtig wissen. Genau, Red Bull, wenn es im Angebot ist, für 85 Cent, dann kaufe ich immer direkt 50 Stück. Die sind dann auch in 2 Wochen leer. Aber ansonsten, für den vollen Preis für 1,20 Euro oder so, kaufe ich es mir eigentlich nie. Das ist mir irgendwie zu teuer einfach. Ja, aber wie gesagt, halt 50 Stück, wenn es im Angebot ist. Und meistens passt es dann auch von Angebot zu Angebot. Also eigentlich habe ich zu Hause immer Red Bull. Außer manchmal, wenn ich zu voll bin und nicht dran denke oder keine Lust habe, extra loszufahren und so weiter. Genau, Horrorstory zum Eistee. Wird dem einen oder anderen den Eistee bestimmt auch vergehen. Ich weiß es noch genau, das war eine Woche, bevor die Große auf die Welt gekommen ist. Vor knapp 3 Jahren. Alles war gut, ich habe mich fit gefühlt, ich war im Sport, dies, das, alles super duper. Dann plötzlich nachts hatte ich so Schmerzen unterm Bauchnabel so. Also zwischen Schniedelwurz und Bauchnabel, sage ich jetzt einfach mal so in der Region. So Schmerzen, es wurde schlimmer. Wir haben damals zum Glück relativ nah am Krankenhaus gewohnt und dann auch direkt in die Notaufnahme. Ich habe Schmerzkrämpfe gehabt, ich konnte nicht mehr reden, ich habe nur noch geschwitzt und keine Ahnung was. War auch noch nie so schnell in der Notaufnahme durch, muss man wirklich sagen. Normalerweise wartest du ja immer gemütlich 1 Stunde oder so. Da gar nicht der Fall. Innerhalb von 5 Minuten war ich im Ärztezimmer und dann war ein Arzt bei mir und hat mir das Schmerzmittel gegeben. Auf einmal kommt ein zweiter Arzt, dritter Arzt und keine Ahnung, ich sage mir, scheiße, was ist hier los? Er hat so Schmerzkrämpfe. Dann haben sie mich ins CT geschickt. Also die haben mich wirklich voll gepumpt mit Schmerzmittelzeug. Haben mich dann ins CT direkt geschickt. Oh, so. Jetzt tun wir erstmal Battle hier genießen. Komm, eine Chance. Oh, nee, oder? Nein, er hat 161. Ey, darf nicht sein. Scheiß drauf, wir machen jetzt selber auf. Ey. Genau, und kurz vorm CT auf einmal so eine Erleichterung gemerkt. Ich dachte mir, hä, was ist denn jetzt los, ne? CT haben sie trotzdem gemacht. Danach dann bei der Ärztebesprechung war, ich hatte solche Polypen, also in der Niere, so Nierensteine sozusagen, ne? Und der Nierenstein ist zum Glück noch geplatzt, sodass ich ihn auspinkeln kann. Oder Blasenstein, ne, Nieren, ich glaube schon Nierenstein war es. Ja. Und dann konnte ich ihn auspinkeln. Das war echt, echt knapp, weil ansonsten hättest du operieren müssen, weil der halt alles verstopft hat, dieser Stein. Und der Arzt hat auch gemeint, das sind die gleichen Schmerzen wie eine, oder vergleichbare Schmerzen wie eine Frau hat bei der Geburt. Und da muss ich sagen, alter Respekt an die Frauen. Ich hatte das irgendwie gefühlt eine halbe Stunde, Stunde. Wenn ich mir denke, dass du das 12 Stunden hast, Alter, schmierst du ja voll ab. Da schmierst du ja wirklich komplett ab.
Naja, auf jeden Fall, Ende der Geschichte ist, hat er mich gefragt, ob ich viel Eistee trinke. Da habe ich gesagt, ja, ich den ganzen Tag nur Eistee. Hat er gesagt, kein Wunder, wollte ich vielleicht mal überdenken. Ansonsten sitze ich nächstes Jahr wieder hier, weil in Eistee irgendwie sowas drin ist, was das Ganze fördert. Und ja, seitdem trinke ich nicht nur noch Eistee. Falls der ein oder andere von euch auch nur Eistee trinkt, gerne mal an der Geschichte ein bisschen orientieren. Vielleicht spare ich euch ja übelste Schmerzen. Das sind wirklich übelste Schmerzen. Ich habe ein bisschen was hier noch auf. Da müssen nämlich zwei Videos rauskommen und bis jetzt lief es ja mehr als beschissen. Ja, keine Ahnung, was wir da machen sollen. Also da müssen wir jetzt, ja, na gut. Gut, in dem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein, trinkt nicht so viel Eistee und